Pass auf, du Sausack! Jetzt hau ich dir aufs Maul. Ah! Das ist die starke Variante von dem Penner, den wir am Anfang des Let's Plays platt gemacht haben. Verpiss dich! Du hast zum letzten Mal das Licht des Tages erblickt. Let's fight! Verpiss dich! Ja, ja, das sagen sie auch alle zu mir. Aber er darf scannen und die Angriffe für mich abfangen. Auch wenn er nicht angreifen darf. Ist das cool oder ist das gut? Das ist ein Lanzherr. Lanzherr sind schwer bewaffnete Rabenviecher. 20-6-0. Ziemlich starker Gegner. Seine Lanze schützt ihn leider vor Sprungattacken. Ich fürchte, das könnte ein ziemlich schwieriger Kampf werden. Wovon träumst du eigentlich nachts? Der Powerhauer regelt das schon. Nimm das, Bösewicht. Ich bin so cool. Aua. Was geht? Ich muss sagen, das ist wirklich sehr schwer zu besiegen. Also ich bin... total, also ich bin fassungslos, wie stark, also wie schwer dieser Kampf ist. Oh nein, er hat mich einmal getroffen. Wahnsinn, ey. Yeah! Mehr Sternenenergie! Ich muss sagen, also, ich bin wirklich sprachlos. Ich bin schon fast tot. Und der steht wie... oh, hoppala. Nein! Und der steht da wie eine Eins, also... der hat ja überhaupt... Der hat keine Schrammen. Der ist so... imbar, das glaube ich einfach nicht. Na komm, hier haben wir die Sternenergie voll. Yeah. Ich habe ihn besiegt? Boah, wie habe ich das nur geschafft? Wahnsinn! Die Lusche gibt alleine 10, ey. Den hätten sie mir 4-mal vor die Nase setzen können, wäre kein Thema gewesen, also... Und dann gewinnt das Mama Luigi, so wie alle anderen Kämpfe auch. Bis auf eine Ausnahme. Bitte eine Gage, dankeschön. Wow, 14. Ja, lass mich alleine. Kauf dir eine Brille, die nicht rutscht. Mario, da ist eine Mail gekommen. Geh zur Telefonzelle vor der Arena. X. Die ist wieder von X. Wir sollen zur Telefonzelle gehen. Wo war die denn nur? Egal, lass sie uns auf jeden Fall suchen. Ich weiß, wo die ist. Ich brauche die nicht suchen. Aber du darfst dich, Hupsa, erstmal ruhig ausruhen. Hup, durch die Wand natürlich. So, ausgeruht und fit. Sie hängt wieder an der Wand fest, alles klar. Oh. Hey, Bomber! Du kommst gerade recht. Ich werde dir einen Rat geben. Wenn du weiterhin so viel Aufsehen erregst, wirst du es irgendwann bereuen. Du solltest besser auf dich aufpassen. Dieser widerliche Kerl will uns drohen. Wenn der uns droht... Vielleicht war die Mail neulich ja von Aurelius. Egal, wer uns die Mail geschickt hat, wir sollten etwas vorsichtiger sein. Pff, vorsichtiger, also bitte. Gefahr ist mein zweiter Name. Und ich habe den richtigen Knopf gedrückt. Ich bin stolz auf mich. La, 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 la. Schwarzbild. Los, Iggy! Oh, ich sehe schon Bomberposter. Geil. Ja, du Grupf, du komischer Piepmatz mit Muskeln, du kriegst Konkurrenz. Ja, ich rede ihn jetzt nicht, da es dauert wieder ewig, bis ich mit dem ganzen Gegrunze fertig bin. Ich kaufe jetzt einfach mal ein paar Hotdogs. Hotdogs, Hotdogs, schweinische Hotdogs, danke. Da schon die Telefonbimmel.
Aber wir holen uns erst natürlich noch ein paar Items. Yo, den nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. Damit kann man auch was super Tolles anfangen. Kann ich das eigentlich auch? Ich weiß es nicht. Ich möchte was einlagern. Alter, so viel Zeugs. Ja, da möchte ich noch was einlagern. Und was einlagern. Und was einlagern. Ich wollte eigentlich noch nicht den Gutschein, aber ich lagere gerne noch was ein. Was macht das doch nochmal? 5-5, geil. Verdammt, ich wollte das... 5 Boden- und Deckengegner. Da hatten wir mal Geld und schmeißen wieder alles raus. Was mache ich hier eigentlich, ey? So, alles teuer, wenn man zu viel kauft. Junge, denk doch mal nach! Es folgt die Wettervorhersage von Falkenheim. Heute sonnig mit eleganten... mit gelegentlichen Aufheiterungen. Da Falkenheim über den Wolken liegt, ist es immer sonnig. Hallo, Mario? Hier Professor Goomba. Hallo, hallo, Mario? Hier Professor Goomba. Pass gut auf dich auf. Ja, ja, ja. Mann! Immer dieser Spam hier. Geh ins Lager neben Klubones Büro. X. In das Lager? Geh hierhin, geh dorthin. Langsam wird mir das zu bunt mit dem. Ja, ja. Ich wollte gerade irgendwas sagen, das habe ich jetzt vergessen. Scheiße, was wollte ich denn sagen? Ich überlege gerade, was ich sagen wollte und es fällt mir nicht ein. Ah ja, ich weiß gar nicht mal, wie ich die Mails vorgelesen habe, darum mache ich jetzt mit diesem... Ich lese das so vor, wie ich jetzt spreche mit meiner komischen Sprechstimme. So werde ich das jetzt immer vorlesen. Vorausgesetzt, ich kann es mir merken nach dieser Mini-Session, wenn wir immer noch in dieser Arena rumrennen sollten. Weil ich heute nur eine gute Stunde aufnehmen kann, weil ich kaum Zeit habe. Nanuchen. Oh, so sieht man sich wieder, süßer Mr. Schnauzer. Bist du eine Freundin von Bomber? Wie du aussiehst, bist du bestimmt eine Diebin, oder? Also warst du es wahrscheinlich, die man immer aus diesem Zimmer gehört hat. Auf keinen Fall. Nur deine Tanten machen Geräusche. Es muss noch irgendjemand anderes hier gewesen sein. Egal, aber du bist auf alle Fälle eine Diebin, oder? Ich habe jedenfalls alles gefunden, wonach ich gesucht habe. Ihr könnt euch also nach Herzenslust bedienen. Hihihi. Also dann, Mister, Zeit Adieu zu sagen. Wow, das ist der berühmte Kuss? Und nur für dich, Bomber? Übrigens, in dieser Arena gibt es eine Menge seltsamer Orte. Pass auf, dass ihr nicht so endet wie die da oben. Also bis dann, süßer Mr. Schnauzer. Wir sehen uns. Aha, sie geht also ganz normal durch die Tür weg. Und weg ist sie. Wie sich so ein Kuss wohl anfühlt. Warte nur ab, wenn ich erstmal erwachsen bin. Dann... Boah, dann werde ich die Yoshi-Müll so durchknallen, das kannst du mir aber glauben. Aber eine Frage, Bomber, die da oben. Was soll das eigentlich heißen? Mann! Finde den Schalter für die Treppe und geh hoch. X! Der Schalter für die Treppe? Kannst du mir sagen, wo hier eine Treppe sein soll? Irre ich mich, oder? Nein, ich irre mich nicht. Da. Oh. Yeah, können wir verkaufen. Ho, den Lukas. Bam. 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 Nanu? Wo kommst du denn her? So, dann haben wir wieder ihn hier. W
werden ja immer schön mit demselben die Orte hier erkunden, den wir hier finden und so weiter, bla bla bla. Was sehr schlau von mir war. Ach ja, genau, so war das. BATS! Ne. KB Plus für den Partner. Für meinen Lebenspartner. Oh, mein Kopf. Aua, mein Kopf. Aber im Lager ist niemand, oder? Nein, die Tür ist fast verschlossen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich verwalte dieses Lager sehr gründlich. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Mäuse. Da hast du sogar recht. Schon in Ordnung. Im Lager gibt es ohnehin nichts zu stehlen. Du hast ja gut aufgeräumt. Aber was ist eigentlich aus Marono geworden? Ich habe noch nichts über ihn herausfinden können. Deshalb habe ich seine Registrierung gelöscht, wie es die Regeln verlangen. Der Kämpfer Marono existiert also für unser Unternehmen nicht mehr. Genauso habe ich es auch mit den anderen verschollenen Kämpfern gemacht. Bereits 5 in diesem Jahr. Es passiert immer häufiger, dass Kämpfer verschwinden. Wie kommt das nur? Inzwischen geht das Gerücht, die Arena sei verflucht. Also, Herr Klubone, ich verstehe das auch nicht. Sag den anderen Kämpfer, Marono wäre in seine Heimat zurückgekehrt. Es muss auf jeden Fall geheim bleiben, dass Kämpfer hier einfach verschwinden. Wenn diese Info publik wird, laufen uns Zuschauer und Kämpfer davon. Alles klar. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr Klubone. Übrigens, du machst deinen Job sehr gut, aber manchmal verschwindest du plötzlich. Ich frage mich, was du immer so machst. Herr Klubone, ich habe doch auch Recht auf ein Privatleben, oder? Ach, und noch etwas. Hast du schon einmal etwas über, etwas von Sternjuwelen gehört? Was? Nein, nie gehört. So. Gut, verstanden. Also gut, dann darfst du jetzt gehen. Penner. Trotzdem, langsam gehen mir die guten Kämpfer aus. Und dieser Bomber, der ist wirklich großartig. Ein echter Spitzenmann. Hey, Bomber, hast du das gehört? In letzter Zeit verschwinden also immer wieder Kämpfer. Marono war doch der aus der 2. Liga. Wollte er nicht aufhören und heimkehren? Hey! Ist da jemand? Piep, piep! Miau, miau! Guck, guck! Piep, piep! Eine Maus? Und ich dachte schon, da hätte sich jemand versteckt. Gut, dann also wieder zurück an die Arbeit. Verfranz dich. Puh, das ging ja gerade noch mal gut. Hast du auch gehört, dass Klubone von Sternjuwelen gesprochen hat? Diese Totskova scheint mir auch nicht ganz sauber zu sein. Aber verdrücken wir uns lieber, bevor wir entdeckt werden. Ja, Totskova, die Bitch scheint wirklich nicht ganz sauber zu sein. Aua. Wah! Hier schon wieder? Die Tür ist fest verschlossen. Du brauchst einen Schlüssel. Du kannst sie nicht aufschlossen. Alles klar. Warum kann ich nicht über das Geländer springen? Wenn wir jetzt entdeckt. Wir werden nicht entdeckt. Komisch. Ich dachte, wir werden entdeckt. Automatisches Blablabla. Gegen das Brüder-Trio. Bevor du glaubst, solltest du dem Publikum mindestens 3 Show-Einlogen zeigen. Ich habe dir ja schon aufgesagt und ja. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Kacke hier.
Ich bin eine Bronzestatue.